Ja, ein herzliches Willkommen hier aus der LAT Schweiz, hier in Zürich an einem sonnigen Tag, am Tag der Patientensicherheit, virtuell und erstmalig auch eine Veranstaltung ohne Maske, ja, dass man zumindest wieder halbwegs ein bisschen einen persönlichen Zugang hat. Mein Name ist Martin Egert und ich habe hier bei der LAT so grob zwei Aufgaben. Ich bin zum einen für die Standardisierung der Human Factors Trainings innerhalb der Lufthansa Group zuständig und in meiner zweiten Rolle bin ich für den Bereich Beyond Aviation zuständig. Das sind alle Anfragen aus Industrien, die einfach Interesse haben, von und mit der Luftfahrt zu lernen. Und vor 6 Jahren hatte ich auch das Glück, dass einige tolle jetzt Freunde und Kollegen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir wollen etwas gemeinsam in der Medizin machen, die Patientensicherheit erhöhen, die interpersonellen Kompetenzen erhöhen. Und daher bin ich sozusagen in den Bereich der Medizin übergegangen. Ich freue mich, dass sich heute tatsächlich über 150 Teilnehmer für das Webinar registriert haben. Wie viele dann am Ende natürlich immer erscheinen, ist eine andere Geschichte. Aber trotzdem freue ich mich, dass sich viele bereits eingewählt haben. Und mit mir vor Ort habe ich ein ganz tolles Team sitzen, Sandra aus der Kommunikationsabteilung, die später auch den Chat und die Diskussion führen wird. Ich habe zwei MCs, also Master of Ceremony, die mich begleiten, dass wir technisch hoffentlich keine Probleme heute haben werden, den Mike hier in Zürich und den Alexander in Hallberg-Moos in unserem Headquarter der LAT. Und mein Dank geht natürlich auch an die, die das hier möglich gemacht haben und uns und mich hier unterstützen. Wir haben wenig Zeit. Ich weiß, es ist der Feierabend steht vor der Tür. Daher möchte ich auch relativ schnell übergehen und dann auch zu den Referenten kommen. Vorweg das eine oder andere Organisatorische. Wir werden alle Vorträge am Stück durchmachen. Ich werde immer wieder jeden Vortragenden kurz anmoderieren. Und in der Zwischenzeit haben Sie die Möglichkeit, Fragen in den Chat, also in den Live-Chat, reinzuschreiben, damit wir am Ende nach allen Vortragenden eine schöne Diskussion führen können. Dafür haben Sie zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie eine Frage direkt an den Referenten adressieren, ja, dass dann drin steht, diese Frage geht an Herrn Hirt oder diese Frage geht an den Herrn Bouillon. Oder Sie können eine allgemeine Frage stellen, wo dann das Plenum sozusagen oder die Gruppe entscheidet, wer darauf antworten möchte. Das ganze Webinar zeichnen wir auf und stellen es Ihnen danach auch zur Verfügung auf unserer Webseite, beziehungsweise werden wir Sie dann noch per E-Mail darüber informieren, wenn das soweit ist. Ansonsten möchten wir gerne das Webinar in einer angenehmen, lockeren Atmosphäre durchführen. Sie haben jetzt schon gemerkt, ich sieze. Ich würde gerne übergehen in das Euch, in das lockere, unter Anführungszeichen Du, wie wir es einfach auch bei uns an Bord der Flugzeuge beziehungsweise auch innerhalb der Lufthansa Group haben. Nehmen Sie es mir nicht übel, dass wir eben etwas lockerer hier reinsteigen. Ansonsten, ich habe es davor schon gesagt, wir alle wissen nicht, wie einwandfrei die Technik läuft. Manchmal hat sie einen guten Tag, manchmal einen schlechten Tag. Ich entschuldige mich auf jeden Fall vorweg schon mal, falls es irgendwo heute ein technisches Problem geben sollte, was aber hoffentlich nicht eintreten wird. Ja, machen Sie Sicherheit zum Teil Ihrer DNA. Das ist ein großer Anspruch. Ein Anspruch, den wir Tag für Tag versuchen, in der Lufthansa-Gruppe umzusetzen. Und mit diesem Webinar möchten wir euch heute Denkanstöße, Ideen geben, damit auch ihr Sicherheit zum Teil eurer DNA macht. Natürlich ist es klar, dass das Thema Sicherheit in der Luftfahrt eine andere Rolle spielt als möglicherweise in der Medizin. Ja, bei uns steht es de facto an erster Stelle. Vielleicht steht es in der Medizin an zweiter oder dritter Stelle. Vielleicht steht es auch an erster Stelle. Am Ende müssen Sie das entscheiden, aber ich glaube, dass es, oder ihr das entscheiden, aber ich glaube, dass heute viele Anstöße dabei sind, die es einfach wert sind, einmal darüber nachzudenken und vielleicht auch anzuwenden. 2015 gab es im Ärzteblatt eine Umfrage. Da ging es darum, was denn die Patienten von Ärzten, von Pflegekräften, vom System Medizin erwarten. Und was interessant war, dass damals schon rauskam, dass sie wollen, dass man sich um jemanden kümmert, dass man verständnisvoll auf jemanden oder auf den Patienten eingeht, dass man sich Zeit nimmt, ja, dass man den Fachjargon sozusagen vermeidet. Und was interessant war, über 60% der Teilnehmenden an der Umfrage haben damals gesagt, sie
würden sich freuen oder sie würden sich sogar wünschen, wenn Mediziner Fehler eingestehen und natürlich dann auch aus Fehlern lernen. Jetzt haben wir das Webinar und den Tag der Patientensicherheit zum Anlass genommen, dass wir gesagt haben, schauen wir mal 2020, wie schaut es denn heute 5 Jahre später aus? Und wir haben es geschafft, dass 70 Leute unserer Einladung gefolgt sind. Und auch hier, wie man an der Slide gut erkennen kann, ist tatsächlich Wissen und Fachkompetenz als wichtigster Faktor in der Patientenversorgung genannt worden. Aber dann sehr schnell gefolgt von ernst genommen werden, Vertrauen aufbauen, Empathie. Das heißt, es ist die Kombination aus Kompetenz und Empathie. Die Kombination aus dem Patienten zu sagen, was Sache ist, was gemacht wird, aber trotzdem auch zu erkennen, wenn der Patient nicht versteht oder vielleicht zu geschockt ist, dieses Resultat oder diese Diagnose zu verstehen. Ja? Und es sind die kleinen Dinge, die einfach einen riesen Effekt haben. Und es sind die kleinen Dinge, wie manchmal einfach ein Hallo, wie geht es Ihnen? Ja, ich weiß, bei uns an Bord sagt man so schön, schön, dass Sie an Bord sind. Ich weiß, es ist nicht immer schön, in ein Krankenhaus zu kommen. Aber trotzdem kann man dem Patienten das Gefühl geben, dass man sich auf den Patienten freut. Vor allem sich freut, dass er das Krankenhaus oder die Arztpraxis gewählt hat für die Behandlung oder für die Erstellung der Diagnose. Wir haben dann auch die Teilnehmer gefragt, welche positiven und negativen Erfahrungen habt ihr denn in der Vergangenheit gemacht? Und auch hier war es wiederum die Kommunikation, das Wie, das wahrgenommen werden, die Zeit zu nehmen und nicht das Gefühl zu haben, ich bin nur eine Nummer. Dass es hier quasi wie am Fließband ist, dass man abgefertigt wird. Und wie gesagt, auch hier, die kleinen Dinge führen zu Vertrauen. Die kleinen Dinge führen dazu, dass vielleicht doch die eine oder andere Angst reduziert oder genommen wird. Denn keiner geht gerne ins Krankenhaus. Ja? Genauso wie viele Menschen nicht immer glücklich sind, an Bord eines Flugzeuges zu sein, weil sie unter Flugangst leiden. Und dann liegt es an der Crew, eben eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, damit sich jeder auch an Bord wohlfühlt. Daher haben wir uns dazu entschieden, dieses Webinar am Tag der Patientensicherheit unter den Aspekt eines holistischen Ansatzes zu wählen. Ein holistischer Ansatz zur Verbesserung der Patientensicherheit. Warum holistisch? Weil es eben nicht reicht, sich nur auf den Arzt oder die Pflegekraft zu fokussieren. Weil es nicht reicht, sich nur auf die Technologie zu fokussieren. Ja? Sondern es braucht genauso wie in anderen Industrien oder in der Luftfahrt die passende Kultur. Ob das eine Sicherheitskultur oder eine Organisationskultur ist, das spielt in dem Moment keine Rolle. Aber die Kultur braucht es und die muss geprägt sein von Vertrauen. Da muss es möglich sein, sich auch damit zu identifizieren. Dann braucht es die Menschen. Es braucht gute Führungskräfte. Es braucht psychologisch sichere Teams, wozu jederzeit jeder den Mund aufmachen kann und seine Meinung mitgeben kann. Natürlich braucht es die Technologie, Verfahren, Automation. Den Weg müssen wir alle mitgehen und das macht auch durchaus Sinn. Was aber wichtig ist, dass die Menschen, die die Technologie anwenden, die Verfahren anwenden oder auch die Checklisten, dass sie verstehen, warum das gemacht wird. Und nur bei 100%iger Einhaltung dieser Checklisten werden diese auch erfolgreich sein. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schulen, damit sie wissen, was zu tun ist, wenn die Technologie oder Automation ausfällt. Dann braucht es ein gutes Reporting-System, das anwenderfreundlich ist. Und vor allem Menschen, die die wissen, wie man damit umgeht und wirklich Daten daraus ablesen können. Was steht am Horizont? Was kommt auf uns zu? Welche Bedrohungen, welche Fehler gibt es? Und natürlich auch mit das Ziel, von und miteinander zu lernen und aus Fehlern zu lernen, damit der gleiche Fehler nicht nochmal passiert. Und dann braucht es die passenden Kompetenzen. Und hier sagen wir in der Lufthansa Group seit vielen, vielen Jahren, ein guter Pilot, ein guter Flugbegleiter braucht 3 Kompetenzen. Prozedurale, technische und interpersonelle Kompetenzen. Und alle diese 3 Kompetenzen haben die gleiche Wertigkeit. Und wir schicken sie erst dann auf Strecke in unseren Flugzeugen, wenn auch alle 3 Kompetenzen ihnen beigebracht wurden. Und wir überprüfen diese auch. Und diesen Weg sollen und müssen wir auch in der Medizin gehen. Und dafür braucht es natürlich auch Training. Aber Training macht meistens auch Spaß und hoffentlich führt es auch dazu zu Veränderung. In diesem Sinne,
Was erwartet Sie oder euch? Es fällt auch mir schwer, immer wieder ins Du überzuhüpfen. Es erwartet euch wirklich ein schöner Mix und unterschiedliche Sichtweisen in diesem Webinar. Wir haben bewusst in dem ersten Block mal die Sichtweisen eines Geschäftsführers, jemanden aus der Ärzteschaft und jemanden aus der Pflege gewählt. Wir gehen dann über in den Bereich Simulation, wie die Chirurgie der Zukunft aussehen kann, wie man auch hier die Kompetenzen verbinden kann und gehen dann nochmal in den Bereich auch der Medizintechnik. Alles tolle Speaker und alle Referenten sind auch meiner Einladung sehr schnell gefolgt und machen hier das Ganze kostenfrei und unterstützen das, weil sie wirklich davon überzeugt sind, etwas in der Medizin zu verändern, etwas mit uns gemeinsam als LAT zu verändern und etwas mit euch gemeinsam zu verändern. Und darum teilen sie auch heute viele Erfahrungen aus ihrem Leben. Dafür Chapeau, dafür vielen Dank, dass das möglich ist. Und nur somit kann man auch ein kostenfreies Webinar mit so einer hohen Qualität darstellen. Wir starten auch gleich, oder ich starte gleich mit dem ersten Vortragenden. Niklas Hirt ist der Vorsitz oder hat den Vorsitz der Standortleitung des Tiefenauspitals und des Spitals Altersheim Belp und Spital und Altersheim in Belp hier in der Schweiz. Und ich habe vor ein paar Monaten den Herrn Hirt kennenlernen dürfen und ich war fasziniert tatsächlich, dass er oder wie er als kaufmännischer Direktor Dinge sieht, was für ihn wichtig ist, welche Rolle Sicherheit und auch Personen für ihn spielen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt gleich zum Start die Sichtweise eines Geschäftsführers bekommen und freue mich auf den Vortrag von ihm mit dem Titel X hoch N plus Vertrauen plus Kommunikation ist Patientensicherheit. Niklas. Vielen Dank dir, Martin. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, ebenfalls aus der Schweiz, aus Bern, der Hauptstadt, 25 Grad und ich freue mich, zum heutigen Thema eingeladen worden zu sein. Und Sie sehen es, Martin hat die Einleitung schon erfolgt mit meinem Titel X hoch N plus Vertrauen plus Kommunikation gleich Patientensicherheit. Man sieht, es sind mehrere Faktoren, die die Patientensicherheit letztendlich beeinflussen. Es ist nicht ein Faktor, es sind mehrere Faktoren. Das sieht man auch an den nachfolgenden Kollegen und Referierenden gleich nach mir. Und somit sehen wir auch den holistischen Ansatz, den wir hier in der Patientensicherheit verfolgen. Entscheidend für mich ist der Faktor Mensch zum Thema heute. Und ich persönlich als Spitalleiter von zwei Spitälern, ich sehe natürlich die Gesamtorganisation des Spitals. Ich möchte den gesamten Ansatz verfolgen und somit gehe ich nicht mehr in die Tiefe, sondern betrachte die Organisation des Spitals. Themen für mich, Sie sehen es in der Titelleiste, das Vertrauen und die Kommunikation heute zum Thema Patientensicherheit. Frage hier, wie kann Patientensicherheit entstehen, beziehungsweise wie wird eine mögliche Gefährdung vermieden aus Sicht Gesamtorganisation, was wir auf der nächsten Seite sehen. Dort sehen Sie die beiden Kreise. Es steht gegenüber, das ist die Organisation des Spitals als Abbild, was wir in einem Spital erleben. Die Organisation hat viele Schnittstellen, Berufsgruppen und natürlich auch verschiedenste Kompetenzen. Wir sehen auf der einen Seite die Gruppe und auf der anderen Seite das Individuum. Ebenso gibt es gesetzliche Regeln in der Gesamtorganisation des Spitals zu beachten. Wir haben den Wettbewerb. Und natürlich auch das, was wir nachher noch hören, die Technik und eine Kultur, die es in der Organisation des Spitals geben sollte. Die Kreise, wir sehen es in der Schnittmenge in der Mitte, zeigen mögliche Konfliktpotenziale auch auf. Wir sehen hier ganz klar, dass einzelne Positionen der Kreise Konflikte hervorrufen. Jetzt wird ja im Allgemeinen hingesagt, Konflikte, ihnen hängt immer was Negatives an. Ist aber nicht immer der Fall. Konflikte sind Teil der Organisation. Mit den Konflikten arbeiten wir und das ist auch gut so. Meine Perspektive hier ist die Patientensicherheit nicht auf das einzelne Ereignis herunterzubrechen, also nicht direkt am Patienten, sondern die Perspektive der möglichen Entstehung im gesamten Haus darzustellen. Sprich, welche Rahmenbedingungen brauche ich bei mir im Spital, um die Patientensicherheit gewährleisten zu können. Konflikte werden ebenfalls noch verschärft durch Drucksituationen, die wir haben. Sie kennen es auch, Stellenabbau auf der einen Seite, die Geschwindigkeit, die in den ganzen Abläufen und Prozessen immer schneller wird,
Wir haben auch ökonomische Zwänge, die natürlich bei mir als kaufmännischer Leiter letztendlich auch natürlich irgendwo auf dem Tisch liegen und die steigende Komplexität im Organisation des Spitals. Die Konflikte werden durch diese einzelnen Sachen noch dann verstärkt. Doch der Konflikt an sich selber ist die Schnittstelle der beiden Kreise, aber auch die Lösung zugleich. Wie die Drucksituation entsteht, das sehen wir auf der nächsten Folie. Dort haben wir den Vergleich auch ein wenig zur ABAP gezogen. Wenn wir uns die Druckverhältnisse anschauen, es ist immer so bekannt in Organisationen, da heißt es, der Druck ist oben am höchsten. Das ist im Spital, wenn wir von Patientensicherheit sprechen, nicht der Fall. Dort ist es genau umgekehrt, denn dort ist der Druck in der Nähe der Patienten am größten. Druck verursacht ebenfalls auch Fehler. Und somit ist es mir hier als Führung natürlich immens wichtig, dass wir sagen, wie schaffen wir es für das gesamte Spital gemeinsam auf der ärztlichen, auf der pflegerischen und auf der kaufmännischen Ebene die Rahmenbedingungen zu schaffen im Spital. Wir sehen verschiedenste Ebenen im Spital, dass wir dort wirklich die Druckentlastung schaffen. Wir haben verschiedenste Ebenen, Sie sehen es dort aufgeführt. Wir reden von Organisationen im Spital, sprich eine chirurgische Abteilung oder eine orthopädische Abteilung, die wir haben, die zusammenarbeiten müssen. Und vor allem auch die einzelnen Personen, die einzelnen Mitarbeitenden, die zusammenarbeiten müssen. Nur ist die Frage, wie begegne ich denn in der Organisation effektiv diesem Druck, der dort entsteht? Sicherlich nicht mit ökonomischen Maßnahmen und sicherlich auch nicht mit hierarchischen Strukturen, sondern das, was wir auch bei uns im Spital letztendlich forcieren und auch versuchen umzusetzen, ist die Bildung von Vertrauen und Kommunikation. Auf der folgenden Seite sehen wir das Zusammenspiel von Kommunikation und Vertrauen. Beide sind Auslöser und Produkt gleichermaßen. Ohne Kommunikation entsteht kein Vertrauen und ohne Vertrauen entsteht auch keine Kommunikation. Hier ist die Theorie deckungsgleich mit der Praxis. Ich selber nehme es auch so wahr, auch aus dem Teamsport privat. Solange wir diese Grundlagen nicht bilden können, als Rahmenbedingungen für uns im Spital, ist die Patientensicherheit deutlich weniger gewährleistet, als wenn wir mit diesen Maßnahmen versuchen, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Tägliche Entscheide treffen wir permanent im Leben. Sie direkt beim Patienten alle und wir natürlich bei uns auch. Die täglichen Entscheidungen, da die Basis für die Entscheidung ist die Kommunikation. Sie ist nämlich zum einen der Träger des Vertrauens, wie gerade gesagt, aber gleichzeitig auch der Träger der Entscheidung. Somit muss die Organisation ganz klar und ganz bewusst diese Grundlage, Kommunikation und Vertrauen bei sich verankern, als Rahmenbedingung, um die Patientensicherheit zu verbessern. Es ist Sockel und Fundament gleichermaßen auch für die weiteren Faktoren, wenn wir von Patientensicherheit sprechen, wie eingangs schon erwähnt, Technik, Prozesse und weitere Attribute, die zur Patientensicherheit dazu beitragen, braucht es auch die Kultur, denn und das Vertrauen und die Kommunikation, denn es entstehen Abwehrhaltungen, wenn wir neue Dinge implementieren möchten im Spital und wir haben keine Vertrauensbasis, neue Dinge zu implementieren. Dann gelingt es deutlich besser in diesem Moment, wenn wir diese Basis geschafft haben. Interessant ist auch die Wechselwirkung der beiden Faktoren, Kommunikation und Vertrauen, was wir auf der nächsten Seite sehen, wenn wir uns einen kurzen Überblick verschaffen, einen theoretischen Überblick verschaffen über das menschliche Verhalten im Spital. Das ist die Theorie. Was gilt es aus der Sicht, aus meiner Perspektive vom Spital heraus zu beachten, respektive im Auge zu behalten, wenn ich über das menschliche Verhalten mir Gedanken mache? Wir haben das Dreibein, Sie sehen es dort, das interpersonale Verhalten, interpersonelle Verhalten und apersonelle Verhalten. Im Spital bei mir sind 75% der ganzen Kosten belaufen sich auf die Personalkosten. Das heißt im Umkehrschluss, das Personal ist für mich die wichtigste Ressource, der wichtigste Bestandteil in Organisationen, wir führen hier eine Dienstleistung. Und daher sind die einzelnen drei Punkte, die hier aufgeführt sind, ich habe einige herausgegriffen bei dem intrapersonalen Verhalten, das Vertrauen. Vertrauen entsteht erst bei mir, danach in Wechselwirkung mit jemandem anderen. Das über die Kommunikation. Wir sehen dann weiter bei dem interpersonalen Verhalten die Rollen, die dort auftauchen im Spital. Das sind die Berufsgruppen, die wir haben und die einzelnen Fachrichtungen, die wir auch haben. Die Gruppendynamik im Spital nicht zu unterschätzen.
Wenn man gemäß der Spieltheorie geht, müssen wir kooperatives und nicht kooperatives Verhalten irgendwo beachten. Und das sehe ich auch tagtäglich natürlich mit den Teams. Macht ein weiterer Aspekt, der im Spitalwesen teilweise immer noch auftritt. Und dann das organisatorische, das apersonelle Verhalten sind zum einen die Führung, die Strategie, die wir haben. Aber viel entscheidender, gerade für das Thema Patientensicherheit, ist die Schaffung einer Kultur. Die Kultur bildet sich aus Werten mit ethischen Richtlinien. Und das müssen wir natürlich von oben, von der Führungsebene bis nach unten durchleben, bis zum Patienten, sodass wirklich ein ganz durchgängiges System von Vertrauen und von Kultur herrscht. Ich möchte hier betonen, dass das menschliche Verhalten zwar mitentscheidend ist für eine Kultur, jedoch nicht ausschließlich, denn wir haben die weiteren Faktoren, von denen wir ja noch weiteres hören, die ebenfalls zur Patientensicherheit unbedingt beitragen. Auf der nächsten Seite, jetzt habe ich Ihnen die Theorie vorgestellt. Die Praxis sieht wie so oft und die Realität doch immer anders aus. Wenn ich das hier kurz aufzeigen darf, Paradoxie des multirationalen Managements. Wir sehen das Gesamtspital, es ist komplex. Wir haben viele Einzelneinheiten, Berufsgruppen etc., Schnittstellen. Und die Integrationsleistung, die geschaffen werden muss zwischen der Gesamtleitung des Spitals und den dezentralen Einheiten, die muss über die Kommunikation und das Vertrauen geschaffen werden. Reduktion der Komplexität, Lösung von Problemen im Team und die weiteren Punkte, die Sie dort aufgeführt sehen. Das alles führt zu einer Steigerung der Patientensicherheit, sodass wir auf der letzten Folie in der Konklusion dann sehen, die Patientensicherheit wird gebildet durch die Kultur. Wenn ich kurz bitten dürfte, die nächste Seite aufzuschlagen. Da sehen wir das Zusammenspiel in Form eines Segelboots. Wir haben die Ökonomie, wir haben die Systemkomplexität, die ich erwähnte. Wir müssen Entscheidungen treffen im Team. Wir haben ethische Grundlagen. Und das funktioniert alles nur, wenn wir eine Führung haben, die auf Vertrauen basiert, mit Kommunikation. Und auch Maßnahmen, Papers haben herausgearbeitet, dass bei schwerwiegenden medizinischen Ereignissen bauliche Maßnahmen, Änderungen der IT und Arbeitsmaterial sehr wichtig sind und der kulturelle Wandel ebenso seinen Beitrag dazu leistet und das Fundament dazu bildet. Zusammengefasst können wir sagen, aus meiner Sicht des Betriebswirtschaftlers, eine Kultur basiert auch im Spital, ganz klar und vor allem auf dem Faktor Mensch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Niklas, für den ersten Vortrag. Ganz spannend, auch vor allem nochmal die Überschrift bei deiner letzten Slide. Die Patientensicherheit, die Kultur bildet das Fundament und dann auch nochmal der Hinweis, wie wichtig der Faktor Mensch ist. Und das wird sich heute ja auch im Laufe des Webinars durchziehen. Also vielen Dank erstmal für einen ganz spannenden Einblick und vor allem auch so einen ehrlichen Einblick auch nochmal mit der Verantwortung auch aus Sicht der Geschäftsführung. Und dass man diese Verantwortung auch nicht delegieren kann, sondern auch für Vertrauen und Identifikation die Führungskräfte mitverantwortlich sind, aber auch natürlich jedes Individuum auch. Ja, nochmal an der Stelle der Hinweis, wie gesagt, traut euch gerne Fragen zu stellen. So oft kann man nicht anonym quasi an einen kaufmännischen Direktor und andere Vortragende eine Frage stellen, ja, und kriegt dann auch noch sehr ehrliche Antworten. Also gerne den Chat dafür nutzen und wir sammeln die Fragen. Wir kommen dann gleich auch zu unserem nächsten Vortragenden, Professor Dr. Bertil Bouillon. Er ist Direktor der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie und Inhaber des Lehrstuhls Unfallchirurgie und Orthopädie der Universität in Witten. Bertil und ich kennen uns jetzt seit knapp 6 Jahren. Bertil hat das ganze IC-Programm, also dieses Trainingsprogramm, das wir für die Medizin entwickelt haben, gemeinsam mit uns aufgezogen und ich dürfte durch Bertil auch ganz viele Einblicke in die Medizin gewinnen. Viele Einblicke, hochspannend, ein paar Einblicke, die ich auch nicht unbedingt wissen muss, ja, oder kennenlernen musste, aber die gehören leider auch zur Medizin dazu. Was ich aber bei Bertil sehr schätze, ist vor allem die Offenheit und die Ehrlichkeit, wie er mit Dingen rangeht oder wie er an Dinge rangeht und auch, wenn man bei ihm in der Abteilung ist, da herrscht einfach ein anderer Ton, eine andere Atmosphäre. Und daher freue ich mich sehr, dass Bertil auch jetzt die Zeit hat und sich die Zeit genommen hat. Und Bertil, ich freue mich auf deinen Vortrag zu dem Thema Verantwortung.
Vielen Dank, Martin, für die sehr, sehr freundliche Einführung. Ich werde versuchen, in der nächsten halben Stunde, nein, Martin, nicht, keine Sorge, das sind 10 Minuten, die ich einhalten werde, über Verantwortung zu reden. Wir haben schon gehört, Oberthema auf dem nächsten Dia sehen wir es, ist Patientensicherheit und die Entwicklung einer Sicherheitskultur. Das nächste Dia einmal zeigen. Und wir haben heute den zweiten Welttag der Patientensicherheit. Also die WHO hat es im letzten Jahr zum ersten Mal ausgerufen. Und hier ist ein Beitrag aus dem Ärzteblatt, also der großen Zeitschrift, die alle Mediziner in Deutschland bekommen, die das reflektiert hat im letzten Jahr. Und man sieht, dass man versucht, ganz, ganz viele Ereignisse dort einzubringen und Checklisten einzuführen. Und der Faktor Mensch kommt eigentlich nur am Rande vor. Und deswegen möchte ich heute versuchen, ein bisschen zu zeigen, wie wichtig aus meiner Sicht Verantwortung und die Übernahme von Verantwortung für die Entwicklung einer entsprechenden Sicherheitskultur ist. Und ich möchte das nächste Dia einmal sehen und viele von euch kennen es sicher. Das ist ein tolles Dia, wo jeder auf den ersten Blick den Kopf schütteln wird und sagen wird, mein Gott, wie konnte das passieren? Wer hat das gemacht? Und ob man es glaubt oder nicht, es gibt sogar einen Wettbewerb, bei dem man solche Bilder sehen kann. Und dieses Bild war Winner of the Not My Job Award vor einigen Jahren. Und da werden alle sagen, naja, das wird mir überhaupt nicht passieren. Und wenn wir uns das nächste Dia einmal anschauen, dann möchte ich damit zeigen, dass wir jeden Tag eigentlich konfrontiert sind mit ganz ähnlichen Dingen. Das ist ein Bild von unserem Krankenhausgarten in Anführungsstrichen, beziehungsweise unseren äußeren Bereichen. Da sind einfach ein paar Taschentücher. Und wer ist so bereit, tatsächlich das mal aufzuheben oder mal zu schauen, sondern jeder läuft daran vorbei. Und wir haben vor einigen Wochen einmal so einen Test gemacht und haben 2, 3 Blätter einfach in den Hausflur, in den Haupteingang unseres Klinikums gesetzt und haben mal geschaut, wie lange es braucht, bis jemand, egal ob Mitarbeiter oder Patient oder Besucher, dieses aufhebt. Und im Schnitt hat es über eine Stunde gedauert, bis jemand einmal so etwas aufgehoben hat. Also das ist nicht ganz so schlimm vielleicht auf den ersten Blick, wie das Bild, was ich vorhin gezeigt habe. Aber es kommt so ein bisschen heraus, hey, also auch wir haben jeden Tag Dinge, wo wir im ganz Kleinen anfangen könnten, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Und gerade vorhin, als ich über die Krankenhausflure oder durch die Krankenhausflure ging und man begegnet Patienten, die offensichtlich suchen, häufig sind es Patienten der Augenklinik, die dann gar nicht so richtig sehen können. Und es gibt nur ganz wenige auch Mitarbeiter, die diese Patienten wirklich proaktiv ansprechend Verantwortung übernehmen für die Klinik und auch für den Patienten und fragen, wo möchten Sie hingehen und kann ich Ihnen helfen? Ich habe ein ganz spannendes Erlebnis gehabt vor einigen Jahren und deswegen das Bild hier aus dem Sekretariat, in dem wir, wie viele andere auch, tatsächlich unsere ganzen Sprechstunden, unsere OP-Berichte diktieren. Und wir sind noch ein bisschen altmodisch bei uns in Köln und diktieren eben mit entsprechenden Bändern. Und diese Bänder werden gesammelt. Und die Kolleginnen und Kollegen im Sekretariat dürfen diese dann schreiben. Und es war eigentlich immer so, dass wir Pi mal Daumen 7.000 bis 8.000 Diktierminuten, das ist eine ganze Menge, 7.000 bis 8.000 Diktierminuten über hatten. Und dann war die Losung immer, wer ein bisschen Zeit hat, bitte Bänder nehmen und wegschreiben. Und es war immer so, dass wir die gleiche Zahl hatten. Das ging nicht hoch, nicht runter. Wenn Urlaubszeit war, ging es ein bisschen hoch und danach wieder ein bisschen runter. Wir kamen nie wirklich davon weg. Und mit den Sekretären haben wir uns dann überlegt, wie können wir das denn ändern? Und haben eine Idee gehabt, von der ich am Anfang gar nicht glaubte, dass sie gehen könnte. Aber meine Sekretärin hat gesagt, doch, doch, wir probieren das mal aus. Und wir haben einfach jeder Sekretärin oder jedem Sekretär eine ganz persönliche Sprechstunde gegeben. Das heißt, nicht alles auf einen Haufen und jeder, der Zeit hat, schreibt, sondern tatsächlich bezogen. Die eine hatte die Verantwortung für die Kniesprechstunde, der andere für die Schultersprechstunde, der dritte für die OP-Berichte, der vierte. Und siehe da, innerhalb von 2 Monaten waren wir auf Null und sind in den letzten Jahren immer wieder auf Null geblieben. Und auf Rückfrage, warum, ist das ganz einfache Losung oder die ganz einfache Erklärung, ich habe eine personalisierte Verantwortung und kann diese Verantwortung nicht wegdrücken und es wird auch keiner diese Arbeit für mich wegnehmen. Also offensichtlich kann ich mit Verantwortung etwas erreichen und auf der anderen Seite war das ganz Interessante, was passierte, dass jeder ganz stolz darauf war, tatsächlich seine Sprechstunden in Anführungsstrichen sauber zu haben und alles wegdiktiert zu haben.
Das kann man auch in verschiedene Bereiche übertragen, auf die ich gleich noch beispielhaft komme. Der Schlüssel zum Erfolg, wie ich es gerade gezeigt habe, für mich ein ganz wichtiges Wort, wirklich personalisierte Verantwortung, jedem auch zeigen, dass das Spaß und spannend ist. Voraussetzung natürlich, dass der Mitarbeiter ein Problemverständnis hat, dass er sich identifiziert mit dieser Aufgabe und vor allem dem Team und dass er motiviert ist, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Auf dem nächsten Dia sehen wir einen Patienten, der eben nicht als Nummer dargestellt werden möchte. Martin Eggert hat es in seiner Einleitung schon gesagt. Und bei uns ist es auch ganz, ganz wichtig, von Anfang an auch in der Weiterbildung der jungen Kollegen und auch im Bereich der Pflege immer wieder klar zu sagen, hey, wir operieren nicht die Unterschenkelfraktur aus Zimmer 5, sondern wir operieren Frau Schmidt oder Herrn Müller mit all seinen Sorgen und Ängsten oder all ihren Sorgen und Ängsten, die sie bei uns mitbringen. Und deswegen ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt der personalisierten Verantwortung gewesen, zu sagen, hey, also jeder Patient gehört einem Oberarzt und einem Team, sodass ein Oberarzt und ein Team tatsächlich eine persönliche Verantwortung für diesen Patienten spüren. Und die Patienten geben auch das Feedback, dass sie das als spürbar anders empfinden, dass sie eben nicht als Nummer gesehen werden, sondern tatsächlich als eine Person, die auch einen festen Ansprechpartner oder ein festes Team haben. Und es geht, wie Sie schon hören, über Menschen und Menschen engagieren sich anders. Und das waren einige wenige Beispiele, die ich gezeigt habe, wenn sie eben personalisierte Verantwortung tragen. Auch so ein bisschen, wenn sie sich eben nicht wegducken können. Aber das Positive, wie vorhin gezeigt, wenn sie diese persönlichen Erfolge sehen, dann freuen sie sich auch und dann kann man sie auch im Team gemeinsam feiern. Und wenn es mal nicht so klappt, dann auch an Niederlagen oder Pitfalls kann man reifen und kann aus diesen lernen. Es müssen ja nicht immer Fehler sein, sondern es können Dinge sein, die einfach im Alltag ein bisschen Schwierigkeiten gemacht haben. Und ich nenne sie immer so die Schrubbeligkeiten des täglichen Lebens. Voraussetzung, damit so etwas überhaupt entstehen kann, ist, dass eben eine Kultur vorhanden ist oder die Kultur stimmt, wie Martin Eggert es in der Einleitung schon gesagt hat, in der ich eben mich auch trauen kann, Fehler zu machen, indem ich auch Dinge ansprechen kann, die auf den ersten Blick vielleicht nicht gut sind oder nicht perfekt sind und dass alle daraus lernen können. Auf dem nächsten Dia möchte ich ein bisschen zeigen, also ich habe jetzt viel über die personalisierte Verantwortung geredet, da geht es um die Verantwortlichkeit des Einzelnen, aber ganz wichtig ist, dass man dieses eben auch als Teamverantwortung sieht und eben auch die Verantwortung im Team sieht. Und deswegen der Übergang, wir sehen es auf dem nächsten Dia, vom Ich zum Wir. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Immer dann, wenn man mit Teams arbeitet, das ist in großen Kliniken der Fall, das ist in kleinen Kliniken der Fall, das ist aber auch in einer Praxis der Fall, ist es ganz wichtig, dass ich eben nicht nur meinen ganz persönlichen Erfolg sehe, sondern eben auch den Erfolg des Teams. Ich passe auf die anderen Teammitglieder auf. Ich kann eben auf Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz perfekt sind, aufmerksam machen. Nicht, indem ich lehrerhaft oder oberlehrerhaft darauf hinweise, sondern versuche, darauf hinzuweisen, damit man es eben besser macht. Ich spreche Dinge an, die mir auffallen. Und ganz wichtig, ich lasse mich ansprechen von anderen, bei denen Dinge auffallen. Und ich lasse mir helfen. Und das bedeutet auch eine gewisse Demut, dass jeder in einem Team, und das wird er immer tun können, wenn das Team und der Teamgeist stimmt, bereit ist, auch mal einen Schritt zurückzugehen. Und ich möchte noch mal ein vorletztes Beispiel zeigen, was der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehört hat. Ganz banales Beispiel im Operationssaal. Und es war ein langer Operationstag und ich hatte noch einen wichtigen Termin für eine Besprechung mit der Geschäftsführung. Nein, es war nicht die Geschäftsführung, Niklas, sondern es war ein Kollege. Aber es war ein lang anberaumtes Gespräch und das sollte um 2:30 stattfinden. Und ich hatte die Aufgabe, bei einer wichtigen Rechtsanwältin in Köln noch dieses Material herauszunehmen. Also die einfache Platte aus dem distalen Radius. Und es war leider ein wenig spät geworden. Die Einleitung war auch ein bisschen schwieriger gewesen. Und insofern hatte ich eigentlich nur noch für eine Viertelstunde Zeit und habe mich von dem Gedanken verabschiedet, dass ich tatsächlich schon zu dieser Veranstaltung gehen kann oder zu diesem Termin gehen kann. Und dann habe ich gesagt, na, jetzt fangen wir mal an. Und dann hatte ich ganz fest vor und habe gesagt, diese 7 Schrauben, die musst du herauskriegen. Und das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass diese, wie wir sagen, kalt verschweißt sind und ich dann aufwendiger die Schrauben mit mehreren anderen Maßnahmen entfernen müsste.
Also ging ich ans Werk und die Platte wurde freigelegt. Erste Schraube raus, zweite Schraube raus, dritte Schraube raus. Und es war 10 Minuten vor Termin und auf einmal kam der sportliche Ehrgeiz und mein Tunnelblick, der nur noch darauf ausgerichtet war, kriege ich alle 7 Schrauben zeitgerecht raus, dann könnte ich es ja noch schaffen. Die 4. Schraube raus, 5. Schraube raus, 6. Schraube raus. Jetzt waren noch 5 Minuten Zeit und dann sage ich so, wenn die rausgeht, dann schaffe ich das ja noch. Also habe ich die 7. Schraube rausgenommen und sie ging völlig problemlos raus. Ich war glücklich, ich bedankte mich beim ganzen Team und habe dann mit den Kollegen, die mit mir operiert haben, gesagt, okay, jetzt macht bitte die Wunde noch zu, macht euer Team-Timeout und ich gehe zu meinem Termin und ich möchte mich ausdrücklich bei allen bedanken. Ich gehe zu meinem Termin und später bei der Visite auf Station kommt meine Assistentin Gina und sagt, also lieber Chef, wir müssen dir jetzt noch was beichten. Und sage ich, ja, was denn beichten? Und dann sagt sie, ja, also du bist gegangen, wir haben das Timeout gemacht und dabei ist uns aufgefallen, die Platte hast du da drin gelassen. Ich war also so fokussiert. Gina hat in diesem Augenblick eine ganz wichtige Verantwortung übernommen. Sie hat in ihrer Position, obwohl sie eine junge Assistentin war, genau die Spielregeln durchgespielt, gemeinsam mit der Pflegekraft und hat dann dargestellt, ah, die Platte ist noch drin, diese Platte natürlich entfernt, was operativ ja kein Problem war. Und dann die Operation zu Ende gebracht. Also hier ganz großer Dank an die Verantwortlichkeit einer Assistentin. Und natürlich aus Fehlern lernen, haben wir vorhin gehört, habe ich dieses am nächsten Morgen in der Frühbesprechung gesagt. Und habe gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Und habe daraus versucht, alle aufmerksam zu machen, dass solche Dinge auch einem erfahrenen Operateur passieren können. Und nur die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen im Team, dass andere auch auf mich aufpassen, hat mir hier den Hintern gerettet auf gut Deutsch. Und ich möchte als letztes Beispiel noch zeigen, eine Geschichte, die ich sehr, sehr inspirierend finde und die etwas aussagt zur Auswahl von Teammitgliedern und dass Verantwortlichkeit oder Verantwortung ein wichtiges Tool ist. Hier ist ein Bild eines Bootcamp der Marines in Amerika und Simon Sinek, der mal Jura studiert hat, nicht ganz fertig gemacht hat, heute ein höchst erfolgreicher Unternehmensberater ist und ganz tolle, inspirierende Videos immer wieder aufnimmt, auch zur Verantwortung. Und der hatte einen Termin bei dem Chef des Marine Corps und dann wunderte er sich schon, weil der zu spät ist und bei den Marines kommt nie einer zu spät. Und da fragte er, als der Oberst dann kam, ganz vorsichtig, warum kommen Sie zu spät, sagte er tausendmal um Entschuldigung, dass sowas passiert. Aber ich hatte eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und dann sagte er, welche Entscheidung denn? Ja, ob wir einen aus der Ausbildung ausschließen oder nicht. Dann fragt Simon Sinek nach, also was ist denn passiert in dieser Situation? Ja, er ist nachts bei seiner Wache draußen im Feld eingeschlafen. Dann lächelt Simon Sinek und weil er eingeschlafen ist, wollt ihr ihn rausschmeißen? Das kann doch nicht wahr sein. Sagt er, nein, so einfach ist es nicht, sondern es ist so, dass wir ihn darauf angesprochen hatten. Er hat gesagt, nein, er ist nicht eingeschlafen. Dann ist er 2-mal angesprochen worden, sagt, nein, ich bin nicht eingeschlafen. 3-mal angesprochen, nein, ich bin nicht eingeschlafen. Erst als er ihm Bilder gezeigt hat, dass er eingeschlafen ist, hat er gesagt, ja, dann ist es wahrscheinlich doch passiert. Und er sagt, er hat später eine Verantwortung in seinem Team. Und wir sind nicht sicher, dass er diese Verantwortung schultern kann und dass die anderen hinterher ihm vertrauen können. Und er hat gesagt, wir geben ihm noch eine Chance, aber das ist etwas, was für uns im Auswahlprozess ganz, ganz wichtig ist. Und auch hier wieder Verantwortung oder auch zu schauen, ob Menschen überhaupt Verantwortung übernehmen können in einem Beruf, wo andere sich auf ihn verlassen können. Dort seine Kameraden der Marines, bei uns sind es die Patienten und die Kollegen und Mitarbeiter, ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte, die mich sehr zum Nachdenken bewegt hat. Damit bin ich am Ende. Ich hoffe, dass ich so ein wenig gezeigt habe, dass Verantwortung bei uns im täglichen Leben ganz wichtig ist. Und ich möchte schließen mit einer Definition von Verantwortung, die mir eine Studierende vor vielen Jahren einmal gezeigt hat und sagt, Verantwortung heißt Antwort geben können, wenn ich gefragt werde, warum ich etwas getan habe. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Definition, die ich auch ganz vielen Mitarbeitern weitergebe. Und ich danke Ihnen hiermit, dass Sie mir zugehört haben und hoffe, dass ich so ein bisschen den wichtigen Punkt der Verantwortung für die Sicherheitskultur darlegen konnte. Vielen Dank. Ja, Bertil, vielen, vielen Dank, wie immer für einen sehr offenen und spannenden Vortrag, geschmückt mit vielen Beispielen. Ich glaube aber auch, dass es zum einen dich ausmacht, dass Führungskraft, wie du Führung vorlebst, ja, den Gedanken vom Ich zum Wir,
den man Tag für Tag bei dir erleben kann, auch in deiner Abteilung, den die Patienten auch erleben, die, glaube ich, auch erleben, dass ihr das umsetzt, ja, dass es eben Frau Müller ist mit all ihren Sorgen. Und ich hoffe tatsächlich auch für alle, die in der Medizin tätig sind, dass irgendwann das System es auch möglich macht, dass es flächendeckend die Zeit gibt, dass man sich die Zeit auch nehmen kann für den Patienten. Und ansonsten alles andere, glaube ich, ja, ist immer Verantwortung geben, ja, Verantwortung aber auch übernehmen, Vorbild sein. Ich glaube, da können wir alle noch besser sein. Und wenn es dann noch so Führungskräfte gibt wie dich oder auch wie den Niklas, die das dann vorleben und ernst nehmen, dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg vom Ich zum Wir. Vielen Dank. Ich nehme euch gleich mit in den nächsten Bereich, in den Bereich der Pflege. Das gibt es diesmal im Duett sozusagen. Kerstin ist Fachkrankenschwester für operative Funktionsbereiche, OP-Managerin und hat die Leitung der OP-Pflege in der BG Ludwigshafen. Und Benjamin Walder, ein Tiroler Landsmann von mir, auch mit einem schönen Kr, so wie ich es habe, ein diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger im Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen Schwestern in meiner Heimat in Innsbruck. Mit beiden habe ich die große Freude und Ehre, das IC Pflege, also eines unserer Trainingsbausteine, gerade zu entwickeln bzw. entwickelt zu haben. Morgen findet tatsächlich der erste Test in der BG Ludwigshafen dazu statt. Die sitzen gerade also auch in der BG Ludwigshafen und bereiten sich eigentlich auf den morgigen Tag vor, haben sich es aber nicht nehmen lassen, zu sagen, hey Mensch, so ein Webinar schieben wir auch noch rein, denn mit so einem Webinar, da können wir eine Nachricht nach außen bringen und vor allem, wir können mal unsere Sichtweise der Pflege näher bringen und auch ein gutes Tool vorstellen und daher jetzt ein Einblick zum Thema Assertiveness, durchsetzungsstark für mehr Patientensicherheit. Wir haben leider ein technisches Problem mit dem Video, deswegen würde ich euch bitten, direkt zu beginnen. Genau, das Video kommt danach. Alles klar, super. Vielen Dank, Martin, für die einleitenden Worte. Benjamin und ich haben uns im Vorfeld überlegt, welches Thema uns extrem wichtig ist in dem Bezug und mit was wir uns natürlich auch täglich beschäftigen und was für uns auch Probleme bereitet. Und Bertil hat uns da tatsächlich eine wunderbare Brücke geschlagen, indem er gesagt hat, die Pflege im OP oder die Assistenzärztin hat die Verantwortung übernommen. Und genau das ist unser Thema auch. Wir sind auf das Thema Assertiveness gekommen. Aber was ist das eigentlich, Benjamin? Ja, auch von mir herzlich willkommen. Martin, vielen Dank. Kerstin, vielen Dank für die Einleitung. Leider müssen wir das ganze Thema ein bisschen anders gestalten, aber wie die Pflege ja oft so ist, wir können improvisieren. Und Dr. Bouillon hat uns da ja wirklich eine Steilvorlage gegeben, auch Assertiveness, durchsetzungsstark für mehr Patientensicherheit. Assertiveness, ein Begriff, der in der Pflege als auch in der Medizin vielleicht noch nicht die Bedeutung hat, die er eigentlich haben sollte. Dr. Norbert Badeisky, ein Landsmann von mir, wie wir auf der nächsten Folie, Alexander, bitte sehen, hat versucht, den Begriff aus dem Englischen aufs Deutsche umzulegen. Und er hat darin berichtet, dass man Assertiveness als die Fähigkeit versteht, Bedenken in sicherheitsrelevanten Situationen so lange mit Nachdruck zu äußern, bis eben eine entsprechende Lösung gefunden wurde. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, da läuft jetzt gerade im Sinne der Patientensicherheit bei einer Patientin, bei einem Patienten etwas schief, so wie es zum Beispiel bei der beschriebenen Operation von Paty Bouillon war, dass man sich dann wirklich traut, auch wenn es beispielsweise wie in diesem Fall auch eine höher gesetzte, höherrangige Person betrifft, wirklich den Mut zu haben, aufzustehen und im Sinne des Patienten wirklich zu sagen, halt, wir müssen bitte jetzt kurz darüber sprechen. Ich denke, beziehungsweise Kerstin und ich denke, wie wir jetzt auf der nächsten Seite sehen werden, dass der Pfleger hier eine wichtige Bedeutung zukommt. Wichtige Bedeutung aus diesem Grunde, weil die Pflege als größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen natürlich in sehr, sehr intensiven Kontakt. Ich traue mich sogar zu behaupten, dass keine andere Berufsgruppe so
viel den ganzen Tag über, sowohl im Tagdienst als auch im Nachtdienst, speziell auf bettenführenden Stationen mit Patienten in Kontakt ist wie die Pflege. Und deshalb denke ich, ist es auch oder kann es sehr oft vorkommen, dass wirklich die Pflege eben dann assertive sein muss, um auf Patientensicherheit oder auf Fehler oder sich anbahnende Fehler einfach aufmerksam zu machen. Assertiveness, auch als Durchsetzungsvermögen zu bezeichnen, heißt Verantwortung zu übernehmen für den Patienten, seine Meinung bzw. Einschätzung zu einer bestimmten Situation entsprechend auszusprechen, wenn es eben notwendig ist, sich bestimmt und respektvoll durchzusetzen und entsprechend selbstbewusst und angemessen zu handeln. Kerstin, welche Möglichkeiten oder welche Vorgehensweisen sollte man wählen? Ja, auf der nächsten Seite sehen wir, was uns eben hindern kann, assertiv zu sein. Und gleichzeitig zeigt es uns damit natürlich auch auf, was wir für Möglichkeiten haben, assertiv zu sein. Alexander, bitte einmal die nächste Folie. Dankeschön. Und zwar, was hindert uns? Es ist zum einen die Hierarchie, wie wir auch schon gehört haben. Eine steile Hierarchie ist Gift für jegliche Art von Teamwork und eine große Rolle spielt hierbei auch die Führungskraft. Ist die Führungskraft der Boss, der typische Boss, den wir so von früher kennen, mit seine Mitarbeiter überall hinschicken, machen und tun? Oder ist er vielleicht ein Leader, ist er ein Führer, der eben vorangeht, der ein Vorbild ist und der seine Mitarbeiter eben auch mitnimmt? Mangelnde oder falsche Informationen lassen immer Spielraum für Interpretationen und eben dann auch Fehler. Und ganz wichtig, fehlende interpersonelle Kompetenzen. Das bedeutet, Empathie, Entscheidungsfindung und Situationsbewusstsein fehlen. Heutzutage, wir haben das auch schon, wir kennen das in den Ausbildungen, Weiterbildungen, Fortbildungen, es wird unglaublich viel Wert auf die Fachlichkeit gelegt. Jedwege fachlichen Kompetenzen von A bis Z werden durchgebetet. Aber was tatsächlich nicht gemacht wird, ist das Schulen der interpersonellen Kompetenzen. Denn gerade für eine Pflegekraft ist es natürlich auch selbstverständlich, dass diese Kompetenz ja vorhanden sein soll. Leider ist das in vielen Fällen nicht mehr der Fall. Und als letzter Punkt in dem Bereich mangelnde Sicherheits- und Fehlerkulturen. Bertil hat es auch schon angesprochen, dieses typische Bloßstellen, Beschuldigen, sich dann auch schämen. Keiner traut sich mehr etwas. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Also man geht heute immer mehr auf diese Fehlerkultur ein, dass man Fehler auch äußern darf, dass man sagen kann, was einen stört. Das muss die Zukunft sein. Und auf meiner letzten Seite, Alexander, bitte einmal weiter. Wie ist man assertive oder wie kann man beharrlich sein? Es geht zuerst einmal ganz banal um eine Situationsbeschreibung. Ich muss eine reale Situation beschreiben, ich muss sie kurz und faktenbasiert. Also da kommen keine Persönlichkeiten mit hinein. Es ist einfach das Darstellen einer Situation. Dann geht es um das Kommunikationsverhalten. Offene Körpersprache, Ich-Aussagen, Empathie zeigen, Verständnis zeigen. Ganz wichtiger Aspekt, denn der Gegenüber spürt dieses Kommunikationsverhalten und reagiert und spiegelt dies quasi wieder. Das heißt, er reagiert auf mein Verhalten. Lösungsvorschläge präsentieren bedeutet auch konstruktiv sein. Das heißt, nicht immer alles negativ sagen, nicht immer alles schlecht reden, sondern auch mal einen konstruktiven Lösungsvorschlag präsentieren. Und als letzter Punkt, Entscheidungen einfordern. Das heißt, wenn die Patientensicherheit tatsächlich gefährdet ist, ganz klar auch eine Entscheidung treffen und zu dieser auch stehen. Das heißt, nicht um den heißen Brei immer herumsehen, sondern eine Entscheidung auch wirklich einmal einfordern. Und wie stellen wir uns in dem Zusammenhang die Zukunft vor? Wir stellen uns die Zukunft auf der nächsten Seite so vor, dass wir finden, dass neben den ganzen anderen Tools, wie Martin eingangs schon gesagt hat, auch Checklisten und so weiter, das Thema Assertiveness auch ganz, ganz eine wichtige Säule sein kann. Und um eben dieses Thema auch noch näher an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bringen, sind wir der Meinung, es muss erstens, Alexander, wenn du mir vielleicht einmal weiterklicken könntest, ganz wichtig,
das Thema Patientensicherheit, aber eben auch das Thema Assertiveness. Wie spreche ich Dinge an? Wie spreche ich Situationen an, wo vielleicht die Sicherheit des Patienten gefährdet schien oder gefährdet war, gehört unserer Meinung nach in die Ausbildung vom Pflegepersonal, aber auch in die Ausbildung von Medizinern und weiterem medizinischem Personal. Mit einer Grundausbildung ist es natürlich nicht abgetan. Wir brauchen weiter Fort- und Weiterbildung. Wir müssen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich mit diesem Thema mehr zu befassen, auch während ihrer gesamten Laufbahn und nicht nur in der Grundausbildung oder in Sonderausbildungen. Und als dritte Säule ist das Ganze am besten eingebettet natürlich in eine entsprechende Sicherheits- und Fehlerkultur in Gesundheitseinrichtungen, wie sie hoffentlich schon vorhanden ist, also dass wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen, dass sie es von ihrem Unternehmen, von ihren Vorgesetzten auch gesagt bekommen, bitte, wenn ihr das Gefühl habt, dass hier etwas schiefläuft, bitte sagt es, bitte sprecht es an, auch wenn es höherrangige Vorgesetzte und so weiter betrifft, weil im Endeffekt, Alexander, geht es um eine entsprechende Patienten und wir sind auch der Meinung, dass Patientensicherheit auch Mitarbeitersicherheit ist. Und Mitarbeitersicherheit heißt auch, dass man sich in seiner Arbeitsumgebung wohlfühlt. Und gerade in Zeiten, wo viele Gesundheitseinrichtungen immer mehr über einen eklatanten Personalmangel klagen, sind wir auch der Meinung, dass entsprechende Patienten- und Mitarbeitersicherheit für eine sichere Arbeitsumgebung und somit auch für eine entsprechende Zufriedenheit in der Arbeit sorgen kann. In diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich. Wir hoffen, wir haben einen kleinen Einblick geben können. In diesem Sinn sagen wir zum Internationalen Tag der Patientensicherheit: Be assertive. Bei Durchsetzungstag. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Benjamin, Kerstin, tut uns leid, dass es euch getroffen hat mit der Technik. Irgendwann trifft es immer einen. Tut mir leid. Wir testen aber trotzdem jetzt, ob wir den Film einmal zum Starten kriegen. Und insofern schaue ich mal einmal in die Regie. Wir starten ihn und hoffen, dass es klappt. Und wir haben festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass ein Video keinen Ton senden will. Das heißt, unsere Computer wollen nur Menschen hören anscheinend. Wir schauen, ob wir die Lösung noch irgendwie hinkriegen. Und ich weiß, dass der Marc auch einige Videos geplant hat, aber in der Hoffnung, dass er die O-Töne gleich nochmal hinkriegt, auch in Persona. Ansonsten erstmal, wie gesagt, vielen Dank für den Vortrag. Ich finde Assertiveness ein ganz, ganz wichtiges Tool. Ein Tool, was sicherlich die Luftfahrt verändert hat und sicherer gemacht hat. Aber auch dort hat es Jahre gedauert, dass auch die Führungskräfte damit umgehen konnten, beziehungsweise auch verstanden haben, dass es an ihnen liegt, die Atmosphäre zu schaffen, damit andere überhaupt assertive sind und den Mund aufmachen. Ja, und es geht halt bei Assertiveness nicht darum, jemanden vorzuführen oder in Frage zu stellen, sondern einfach, dass jemand etwas sieht, was die andere Person vielleicht in dem Moment nicht wahrgenommen hat oder sieht und die Sicherheit, die eigene oder des Patienten, behindert. Vielen Dank erstmal für diese Sichtweise und ich möchte an der Stelle dann übergehen zu unserem nächsten Vortragenden, Marc Ebinger. Marc ist der CEO und Co-Founder der Rimasys Group und Marc durfte ich vor einiger Zeit kennenlernen und ich habe sehr schnell gemerkt, dass wir sehr ähnliche Visionen haben und dass wir vor allem auch gemeinsam als Lufthansa Aviation Training und Trauma Akademie es schaffen, auch in der Aus- und Weiterbildung den Fokus auf drei Kompetenzen, wie heute anfänglich schon angesprochen, zu legen, nämlich auf technische, prozedurale und interpersonelle Kompetenzen. Und dass man das verbinden kann und dass das möglich ist, das glaube ich, kann ich soweit schon mal versprechen. Das wird sich in der Zukunft zeigen und ich glaube, dass da viel möglich sein wird. Marc, ich freue mich auf deine Sichtweise aus dem Bereich Training, Simulation, aber auch natürlich Technologie mit dem tollen Titel Lifelike Fracture Simulation, die Lizenz zum Operieren.
Ja, vielen Dank, Martin, für die Einleitung. Ja, ich freue mich auch bei dem am Tag der Patientensicherheit heute zu dem ganz spannenden Thema da aus jetzt einer jungen Startup-Sicht sprechen zu dürfen. Genau, die Rimasys-Gruppe, Martin hat es kurz erwähnt gehabt, wir sind mittlerweile knapp 40 Mitarbeiter, die ganz intensiv an dem Bereich Education arbeiten. Und mit diesen 40 Mitarbeitern sind wir sehr stark auf Skills fokussiert, also Skills-Training, so mit dem Thema das Operieren eigentlich so sicher zu machen wie das Fliegen. Ich habe in diesem Vortrag jetzt, ich habe versucht, nicht, dass ich nicht die ganze Zeit spreche, und habe ganz viele kleine Videos eingebaut. Entsprechend könnte ich jetzt ein bisschen improvisieren und versuchen, das wiederzugeben, was in den Videos gesagt worden ist. Haben wir den Versuch hier noch mit einem Video oder ist das läuft es gleich auf eine Improvisation raus? Du müsstest bitte einmal improvisieren. Ah ja, okay. Dann genau, sind wir schon auf der ersten Folie. Da hätte ein Dr. Jan von Rekum sehr stark davon gesprochen, inwiefern sich Fallzahlen heutzutage in der OP, wie sie abnehmen und dass es Möglichkeiten, Simulationsmöglichkeiten gibt, um diesen Ausfall von Fallzahlen, also das Möglichkeiten des Operieren mit dem Oberarzt hier ja, wie das verbessert werden kann. Und da wurde auch schon gleich darüber berichtet, inwieweit das eben auch zu Erfolgen führt. Und wenn wir jetzt mal auf die nächste Folie drüber gehen, gibt es ja Lifelike Fracture Simulation, die Lizenz zum Operieren, ist ja das Thema vom Vortrag. Wir sind sehr stark auf das Thema Skills fokussiert und die Frage, die wir eigentlich uns gestellt haben von Anfang an, schaffen wir das eigentlich, das Trainieren von Operationsskills an Patienten auf ein Minimum zu reduzieren und wo liegen so Herausforderungen? Letztes Jahr beim DKU, der größte Kongress hier im Orthopädie- und Unfallchirurgie in Europa, hat Lisa Wenzel im Forum eine Umfrage präsentiert. In dieser Umfrage wurde dargestellt, dass in nur unter 30% der Fälle, wo der auszubildende Chirurg angegeben hat, dass er operiert hätte, auch wirklich nur operiert hat, obwohl er als Hauptoperateur genannt wird. Und durchgeführt wurden dann diese Operationen in Regel von seinem vorgesetzten Oberarzt und dem Jungen wurde die Ausbildungs-OP dennoch attestiert. Somit kommt es ja hier auch immer weniger, können immer weniger OP-Erfahrungen unter Aufsicht an Patienten durchgeführt werden. Und wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, gibt es hierzu auch eine sehr interessante Studie vom BVOU. Denn auch die Weiterbilder machen auf den Notstand aufmerksam, beispielsweise mit dieser Publikation hier, dadurch den sehr steigenden wirtschaftlichen Druck auf die Häuser, verschärfte Arbeitszeitgesetze, wird diese Probleme in Zukunft leider auch zunehmen. Und somit stellen wir uns so der Herausforderung, wie können wir eigentlich eine realitätsnahe Simulationsumgebung bieten, operieren, wie können wir diese Umgebung schaffen, indem ein Chirurg schnell und sicher und vor allem auch erfolgreich dann das Operieren lernt, um es dann nachher am Patienten auch umzusetzen. Somit, dass er halt auch nicht, dass gewisse Operationen, die auch nicht oft vorkommen, dass er nicht das zum ersten Mal am Patienten machen muss. Und wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, möchte ich mal darstellen, wo stehen wir denn heutzutage? Wo findet Simulation, wo findet Training momentan von jungen, aber auch erfahrenen Chirurgen statt? Das findet sehr stark statt an Plastikknochen, an Kunststoffknochen, wo man sicherlich sehr stark Prozeduren lernen kann, wo man sehr stark mit Implantaten das lernen kann, aber es ist natürlich kein Weichteilgewebe, keine Muskeln, keine Sehnen da. Damit reflektiert es nicht die Realität, die man im Alltag auseinandergesetzt ist. Genauso die anatomischen Übungen am Körperspender, da kann man sehr gutes Weichteilmanagement lernen. Man kann sich sehr schön zum Knochen voroperieren, aber auch hier es sind keine Frakturen drin. Es bildet nicht dieses End-to-End ab vom Entscheidung, vom OP-Planung bis hin auch der Wechsel dann während des OPs. Das kann man da alles nicht lernen und somit auch da kommen wir nicht so nahe ran, was wir gerne hätten, um wirklich das als eine realistische Simulation zu bezeichnen. Und wenn wir jetzt auf die nächste Folie, ist für uns eigentlich der Ansatz nach wie vor, es kann nur irgendwo über Simulation sein, dass wir die Themen adressieren, dass weniger im OP operiert werden kann durch die Jungen aus den vorhergegangenen Gründen. Also müssen wir eigentlich zwei Dinge machen. Das eine ist Learning by Doing und das andere ist realistische Simulation. Und viele OPs sind nun mal selten. Aber wenn wir jetzt auch mal in andere Bereiche reingehen, vorhin wir allein schon an, haben 30 Minuten gewisse Rehearsals gemacht, also vor allem TV-Live-Event oder auch im Theater, es gibt ja immer mindestens eine Generalprobe. Oder auch, wenn man jetzt mal Richtung Berufsfeuerwehr schaut, es ist ja, die trainieren ständig,
ohne im Einsatz zu gehen, Abläufe zu optimieren, einfach nur für den Fall eines Großbrandes. Und wir nehmen hier immer sehr gern die Analogie zur Luftfahrt, weil ein Pilot lernt ja durch den Einsatz von Technologie in lebensnahen Flugsimulator-Situationen, den Umgang von Standardsituationen, aber er lernt natürlich auch den Umgang eines noch so unwahrscheinlich auftretenden Problems, wie zum Beispiel eine ausfallende Turbine. Und alles dort kann er in einem sehr realitätsnahen Simulator lernen, alles dort beherrschen, bevor er zum ersten Mal und zwar nur als Co-Pilot in eine Maschine steigt. Und genau das ist unser Ansatz. Und auf der nächsten Folie ein Bild aus dem Kurs. Die Vision für uns ist ganz klar zu sagen, wir wollen der Flugsimulator für Chirurgen sein. Wir wollen Technologie, Didaktik. Wir wollen dahin kommen, dass in einer sicheren Umgebung operiert und gelernt werden kann. Und die Frage ist eben, was ist dazu nötig in so einer Simulationsumgebung? Wir müssen diese so generieren und erzeugen, dass sie möglichst nahe denen eines OPs herankommen, dass wir diese ganzen Herausforderungen, die ganzen erfolgskritischen Aspekte in der Simulation abbilden. Und für uns ist das die RIMASIS-Gruppe, also die RIMASIS hat Technologien entwickelt, wo wir von Körperspendern die Knochen, die Handgelenke, die Knie, Frakturen so brechen können, dass eins zu eins dem Frakturmuster entspricht, was es auch wirklich im Falle des und damit mit Technologie, mit Simulations-OPs, mit Trainingskonzepten, mit Didaktikkonzepten haben wir es geschafft, eine Umgebung aufzubauen, wo man wirklich von der Fallplanung bis zum postoperativen Ergebnis möglichst nah an die Realität herankommen. Das sind wir daran interessiert, das immer weiter zu entwickeln und wollen diese Lifelike-Frakturkonzepte jetzt auch mehr und mehr implementieren, dass ich jetzt über viele, viele Kurse der letzten Jahre, die sind zum sehr großen Erfolg geworden, hier etwas etablieren konnten, wo wir auch in der Zukunft rausgehen wollen. Und ja, inwieweit jetzt diese Kurse, wie die aussehen, wie realitätsnah das schon ist und auch ein schöner ADAC-Vergleich, der jetzt getroffen wird und inwieweit man, wie hoch der Lerneffekt einer OP im Gegensatz, also oder von 10 OPs im Gegensatz zu einer OP ist, wäre jetzt im nächsten Video dargestellt worden. Hier seht ihr ja, einen Vorredner. Ja? Wir würden es jetzt einmal kurz probieren. Okay. Das ganz Spezielle an dieser Form. Ah, das ist das Erste. Das ist der Realität der wir täglich in der Klinik oder im OP begegnen, so nahe kommt wie kein anderes Kursformat, das es bisher gegeben hat. Die Zahl der Operationen für den Einzelnen ist viel weniger geworden und damit fehlt Routine. Und deswegen kann dieser Kurs diese Lücke, die dort entsteht, schließen, indem er den Operateuren die Möglichkeit gibt, in diesen hochspeziellen Dingen Erfahrungen zu sammeln und Routine zu kriegen, die sie in der Klinik nicht mehr so haben. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, dass er die ersten Schritte in der Frakturversorgung nicht am Patienten üben muss, sondern dass er die Möglichkeit hat, das in einer Simulationsumgebung schadensfrei zu trainieren und damit natürlich eine erhöhte Sicherheit für den ersten echten Einsatz hat. Ja, danke. Wenn er jetzt noch auf das zweite Video geht, dann bin ich wieder in der Linie drin. Kurzen Moment noch, kommt. Kommt. Jetzt wollen wir hier den Bertil schon auch noch mal sehen. Auch mit einem Fahrsicherheitstraining. Heute lernen alle auf Schnee und auf Eis mit Aquaplaning, können Sie beim ADAC lernen, was passiert, wenn plötzlich Aquaplaning ist. Und Sie glauben nicht, wenn Sie einmal auf Aquaplaning kommen, dann fliegen Sie raus. Wenn Sie das dreimal hintereinander üben, dann beherrschen Sie das. Und das geht hier genauso. Eine solche Erfahrung, eine Operation didaktisch so durchzuplanen, die entsprechenden radiologischen Verfahren vorher zu sehen, sogar die Fraktur nach CT-Vorbild in 3D zu drucken, dann entsprechend die Operation durchzuführen, dann auch das Operationsergebnis zu sehen in den entsprechenden radiologischen Verfahren. Also für mich ist das mindestens so gut wie eine reale Operation, weil es ist alles real. Und ich glaube, aufgrund der Didaktik, dass es mindestens so viel wert ist wie 10 Operationen in der Realität. Super, danke. Ich würde vorschlagen, dann springen wir wieder in die Präsentation zurück und dann
kriege ich das, glaube ich, auch die letzten zwei Videos noch weg improvisiert. Genau, dann eins weiter. Ja, diese simulierte OP ersetzt den Lerneffekt von 10 realen Operationen. Das war eine sehr schöne Aussage, die wir von Bertil gehört haben. Das ist auch wirklich das, was uns da sehr stark motiviert. Und das wollen wir eigentlich zu einem Beitrag aufbauen für realistische Situationen. Und wir wollen eigentlich, oder das Ziel ist damit, mit den ganzen Experten, jetzt auch mit dem ganzen Interkompetenzthema, was super wichtig ist, eigentlich hier ein komplettes Education-System hochzufahren, wo wir interpersonal, wo wir Kompetenzen, Skills, alles trainieren können für die Zukunft, weil wir glauben, dass das am Ende besser ist für den Patienten. Und wir glauben da ganz stark an Simulation, an Training, an Kurse, an zertifizierte Ausbildung. Und jetzt nur noch mal kurz auf die Kurse oder auf das Thema zurückzukommen, habe ich hier noch mal eine kurze wissenschaftliche Studie auch dabei, die auch darstellt, dass das Thema an vorfrakturierten Präparaten die Ausbildung und die Weiterbildung sehr viel realistischer macht. Und wenn wir jetzt direkt zwei Folien weitergehen, ist eigentlich die Übung, was jetzt im letzten Video dargestellt worden wäre, eigentlich das Thema, was ein sehr Junge uns damals bestätigt hat, ist eigentlich, dass man, wenn man in der Simulation viele Themen schon mal trainiert, dann fühlt man sich sicherer und man hat das Gefühl, dass man auch dann viel, viel stressfreier operieren kann. Und dafür wollen wir uns einsetzen und das Ziel natürlich ganz klar, dass das Thema bald der Vergangenheit angehört, das Thema im Logbuch eben da Zahlen dann zu generieren, die eigentlich gar nicht so stattgefunden haben. Das muss ja nicht sein, wenn es Technologien gibt und hier ein zertifiziertes Kursverfahren hochzuziehen. Und auf der nächsten Folie, auf der Seite 12, ist genau das ja eigentlich, auf der Folie 12 ist genau das auch das Ziel eigentlich. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, ist ja für uns, wie wir finden, ganz, ganz wichtig, dass wir Kurse so definieren, dass sie auf dem Ausbildungsgrad eines Chirurgen aufgebaut werden sind, dass Teamtrainings aufgebaut sein können, wo auch die Pflege und viele andere wichtige Berufe da implementiert werden können, den Teamgedanken hochzufahren und vielleicht sogar, weil das gibt es ja auch in vielen anderen Industrien, man muss sich einen Führerschein erlangen mit einer Prüfung am Ende, auch die Piloten müssen regelmäßig Assessments machen. Und wenn wir es schaffen können, jetzt neben dem ganzen Training auch noch eine Umgebung zu machen, wo wir wirklich dann auch Exzellenz prüfen können, objektivieren können, dann sind wir doch einen ganz, ganz großen Schritt weiter, weil ich kenne das allein schon aus der Familie. Ich werde ständig gefragt, zu welchem Arzt muss ich denn jetzt gehen, wer kann das? Aber wenn wir hier schaffen, ein objektiviertes Assessment hochzufahren, dann glaube ich, sind wir einen großen Schritt weiter. Und wenn wir jetzt zwei Folien weitergehen, dann ist von uns das Thema, ja, um auf den individuellen Chirurg einzugehen, Technologien so einzusetzen. Es gibt viele, viele Technologien heutzutage und die wollen wir sinnvoll in Training einbetten. Wir wollen es und somit eigentlich das Operieren so sicher wie das Fliegen machen. Und das ist das, wo unsere junge Firma jetzt im Altersdurchschnitt mit 34 angetreten ist. Da wollen wir auch noch in der idealen Welt leben und hier ganz, ganz viel noch bewegen mit eben dem Thema Operieren so sicher wie das Fliegen machen. Und jetzt bedanke ich mich, dass das alles doch noch so gut geklappt hat und haben auch wieder heute ganz viel gelernt und freue mich auf den nächsten Vortragenden. Danke. Ja, Marc, vielen Dank. Erstmal vielen Dank fürs Improvisieren. Ich finde es aber auch schön, dass wir zeigen konnten, auch wenn die Technik ausfällt, heißt es nicht auch gleich, dass der Flug ausfallen muss. Das haben wir also irgendwo noch gerettet. Dank dir, Marc. Ich finde es schön, deinen Ansatz, auch den du sagst, wir wollen im Flugsimulator der Chirurgen sein. Und grundsätzlich einfach, ich finde es einen visionären Ansatz. Ich bin spannend, ja, auch als Außenstehender natürlich immer auch mit so Leichenteilen zu operieren. Hoch faszinierend, was heute auch möglich ist. Aber wenn danach die Ergebnisse sind, wie Bertil auch gesagt hat, einfach realitätsnah oder wie das Aquaplaning-Beispiel, ich glaube, dann macht ihr alles richtig und es zeigt einmal mehr, die Grundlage für gutes Arbeiten oder für den Erfolg ist natürlich neben Vertrauen, Identifikation, Training, Training, Training. Vielen Dank. Dann kommen wir zur letzten Vortragenden und wir schaffen es auch danach immer noch Fragen zu beantworten, also keine Panik. Frau Dr. Ines Lützen, ja, wenn man Ihren Namen googelt, was ich natürlich auch gemacht habe, dann kommt gleich am Anfang auf Google so ein Zeitungsbericht der Schwäbischen und dort heißt es in einer Überschrift, Ines Lützen hat den Menschen im Fokus behalten. Da wäre ich ja doof, wenn ich diese Frau nicht einlade. Ja, also wer passt denn besser, wenn es schon so eine Überschrift im Internet gibt? Frau Lützen ist Teamleiterin der Personalentwicklung und des betrieblichen Gesundheitsmanagements bei AskoLab.
und ich freue mich sehr auf den Vortrag zum Thema Kompetenzmanagement. Ines. Super, ganz herzlichen Dank, Martin, für die freundliche Einführung und fürs Googeln und Finden von dementsprechend Positivem. Ich möchte versuchen, die verbleibenden Minuten bestmöglich zu nutzen und Ihnen aus Sicht der Industrie von B. Braun, in meinem Fall jetzt explizit von B. Braun Escola, weil ich denke, ich kann für den gesamten Konzern sprechen, Ihnen einen Einblick in das Thema Kompetenzmanagement und seine Bedeutung für den Sicherheitsfaktor Mensch geben zu können. Starten möchte ich mit einer kurzen Überblicksfolie über die Zahlen oder auf die Zahlen von B. Braun im letzten Jahr. Ich möchte auch aufgrund der Kürze der Zeit nur einen Punkt gerne rausgreifen, nämlich das Thema Investitionen bzw. Wachstum und was B. Braun mit Blick auf die finanziellen Ressourcen anstrebt, nämlich aus eigener Kraft zu wachsen. Das setzt sich B. Braun auch als Ziel mit Blick auf das Thema Kompetenzen und Mitarbeiter, nämlich auf die eigenen Ressourcen zu setzen. Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, heißt dieses Thema für B. Braun der Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter, das heißt auch dem Thema Kompetenzmanagement, was wir heute auch als Thema haben, einen großen Fokus zu geben. Und speziell auch in Zeiten von digitalem Wandel und Transformation, das ist ja auch überall in den Medien, dem Thema Qualifizierung einen großen Wert beizumessen. Wenn wir über Kompetenzen sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über technische Skills. Genau, ich weiche jetzt ein bisschen von den Folien ab, versuche aber einfach nochmal grundsätzlich das einzuführen. Dann sprechen wir natürlich über technische Skills, also ganz klassisch, welche Technologien muss ich denn kennen? Welche Fähigkeiten brauche ich, um dieser Digitalisierung gewachsen zu sein? Aber und insbesondere sprechen wir auch von interpersonellen Skills oder sogenannten Soft Skills, die wir brauchen, um, Sie sehen es auf dieser Folie, unserer Vision auch gerecht zu werden. Unsere Vision ist die, die wir wahrscheinlich auch mit vielen Kliniken und anderen Mitarbeitern im Gesundheitswesen teilen, nämlich die Gesundheit der Menschen zu schützen und zu verbessern. Das ist das, was uns antreibt und das ist das, was wir auch in den Mittelpunkt stellen, wenn es um das Thema Qualifizierung geht. Genau. Was heißt jetzt diese Vision? Genau, diese Vision zu leben bedeutet für uns ganz zentral in Austausch mit unseren Partnern und Kunden, das heißt mit vielen von Ihnen als Zuhörern zu sein und gemeinsam mit Ihnen zukunftsweisende Produkte, aber auch Dienstleistungen zu entwickeln, die eben eins im Blick haben, nämlich die Gesundheit und auch im Besonderen die Sicherheit, nicht nur der Patienten, sondern, wie wir es vorhin auch, finde ich, in dem Vortrag ganz toll gehört haben, sondern auch die Sicherheit der Mitarbeiter in den Kliniken. Was tun wir, um dazu beizutragen? Genau, vielen Dank. Wir haben uns Prinzipien gegeben, die auf der einen Seite dieses Thema Sharing Expertise, was bei uns immer ganz plakativ, was man auch auf den Lastwagen, wenn man über die Autobahn fährt, auch immer sehen kann, dieser Slogan Sharing Expertise ist für uns zentral. Ja, wir glauben, nur über den Austausch mit Ihnen können wir erfolgreich sein. Was wir uns aber nach innen auch ganz zentral auf die Fahnen schreiben, sind eben solche Themen wie Vertrauen, Transparenz und Wertschätzung, aber auch das Thema Verantwortung, was wir vorhin gehört haben, sind für uns zentrale Werte, von denen wir annehmen, dass sie die Kultur schaffen, die unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ermöglichen, sich immer weiterzuentwickeln und eben gutes Kompetenzmanagement betreiben zu können. Genau, eine Folie gerne weiter. Genau, was Sie hier sehen, ist ein Einblick in unsere Kompetenzen für Führungskräfte. Das heißt, wir haben einen umfangreichen Katalog an Kernkompetenzen bei B. Braun. Das heißt, es sind Kompetenzen, von denen wir annehmen, dass sie uns erfolgreich machen. Wir haben aus diesem Kompetenzkatalog erst in kürzerer Vergangenheit Kompetenzen ausgewählt, die wir als Basisführungskompetenzen für uns definiert haben, also Kompetenzen, von denen wir annehmen, dass sie zwingend erforderlich sind, dass sie gezeigt werden von unseren Führungskräften und dass sie uns ermöglichen, diese Kultur von Wertschätzung, Vertrauen, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Diversität auch zu leben. Ich möchte jetzt auf die einzelnen aufgrund der Zeit nicht weiter eingehen, aber Sie sehen es,
wie leben wir Kompetenzmanagement? Also was machen wir denn mit diesen Basiskompetenzen, die wir jetzt mal definiert haben? Die wenden wir an in allen unseren Personalmanagement-Prozessen. Das heißt, wir wenden die an im Recruiting. Das heißt, wenn Sie eine Stellenausschreibung von B. Braun sehen, dann stehen da schon Merkmale oder Kompetenzen mit drin, die wir von einem zukünftigen B. Braun-Mitarbeiter, Schrägstrich-Mitarbeiterin erwarten, wo wir einfach sicherstellen wollen, dass wir schon die richtigen Frauen, Männer zu uns an Bord holen. Das heißt, es ist ausschlaggebend fürs Recruiting, hört aber nicht beim Recruiting auf, sondern zieht sich im Prinzip durch den gesamten Employee Lifecycle durch und geht über das Jahresgespräch, das wir kompetenzbasiert führen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Kompetenzen hat der Mitarbeiter, welche Kompetenzen braucht er aber für seinen Job. Wenn wir jetzt wiederum auf diesen großen Transformationsprozess schauen, den nicht nur wir als B. Braun, sondern den wir ja in der Gesellschaft und auch in der Industrie und ich denke auch in den Kliniken mitgehen, dann verändern sich auch die Anforderungen an Kompetenzen, die wir brauchen. Wir arbeiten beispielsweise in der Medizin ja auch stärker mit Robotern. Wir bekommen eine stärkere digitale Unterstützung auch im OP und in den Kliniken und müssen dementsprechend auch die Anforderungsseite, welche Kompetenzen unsere Mitarbeiter brauchen, immer wieder den Herausforderungen der Zeit anpassen. Und daraus ergibt sich dann ganz klar auch eine Qualifikationsnotwendigkeit, das heißt eine Anforderung, die ich erfüllen muss. Um die zu schließen, haben wir eine Business School, die B. Braun Business School, die eben dieses kompetenzbasierte Angebot mit beinhaltet. Das heißt, wir haben entsprechend unseres Kompetenzkatalogs auch direkt Angebote. Das sind nicht ausschließlich Präsenzangebote, das können E-Learnings sein, das können Learning Nuggets sein und. Und wir haben natürlich auch ein kompetenzbasiertes Führungsfeedback, das heißt, das Feedback, das wir uns geben und das wir für sehr, sehr wichtig halten, da gehört auch das Thema Kritikfähigkeit mit rein, da gehört sowas wie Fehlerkultur mit rein, was wir vorhin auch gehört haben, auch das führen wir kompetenzbasiert. Genau, nächste Folie, vielen Dank. Jetzt habe ich ganz kurz versucht, das allgemeine Kompetenzmanagement, das wir bei B. Braun leben, vorzustellen. Ich möchte noch ganz kurz einen Exkurs wagen, wie wir uns der Herausforderung stellen, dass wir eben in Zeiten von Digitalisierung immer neue Kompetenzen brauchen und dass wir uns aber, bevor wir natürlich neue Kompetenzen entwickeln können, uns die Frage stellen müssen, welche Kompetenzen braucht es denn? Also welche Kompetenzen brauchen wir, um dieser digitalen Transformation gewachsen zu sein? Und hier haben wir gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem KIT, das heißt, das ist das Karlsruher Institut für Technologie, SAP, dem TÜV Rheinland und auch einem jungen Startup, den Campusjägern, uns, nächste Folie bitte, eben die Frage gestellt, welche Kompetenzen braucht ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft, um den Herausforderungen begegnen zu können und wie können wir mittels künstlicher Intelligenz Leistungsfähigkeit erkennen und steuern. Das war so eine zweite Fragestellung, die wir zusätzlich in diesem Projekt erfasst haben. Eine Folie bitte nochmal weiter. Genau, wie setzen wir das jetzt um? Also wir haben uns zuerst eben die Frage gestellt, welche Kompetenzen braucht es und sind jetzt gerade dran in einem Piloten in Tuttlingen für unsere 350 Führungskräfte, die wir am Standort in Tuttlingen haben, eine digitale Lernplattform zu testen, die gespeist wird von Inhalten, die wir selber produzieren, die gespeist wird von der Haufe Akademie, mit der wir als Partner zusammenarbeiten, die aber auch, und ich glaube, das ist das Allerschönste und Wichtigste, gespeist wird von unseren Führungskräften selbst, die eben ihr Wissen und ihre Fähigkeiten, ihre Kontakte auf dieser Plattform teilen, sich auch selbst als Mentoren zur Verfügung stellen und dadurch ein gemeinsames, zeitnahes Lernen auch möglich machen. Eine Folie bitte nochmal weiter. Genau, was man hier sehen kann, diese HLX-Plattform, diese digitale Plattform ist integriert in unsere allgemeine Business School. Auch hier einfach soll einfach nochmal zeigen, es gibt ein Angebot für unsere Mitarbeiter, es gibt ein Angebot für unsere Führungskräfte, die eben das sehr, sehr umfangreich ist und in das wir viel investieren, sowohl personelle Ressourcen als auch finanzielle Ressourcen, weil wir eben der Meinung sind, dass Qualifikation und Weiterbildung
Entwicklung der entscheidende Faktor ist. Jetzt kommt, glaube ich, die letzte Folie. Genau, damit möchte ich schließen und hoffe, dass ich die verbleibende Zeit jetzt, dass wir die gemeinsam noch nutzen können für die Diskussion. Schließen möchte ich mit einem Statement von der Anna-Maria Braun von Juli diesen Jahres, wo sie bekräftigt, dass die digitale Transformation, der wir uns alle stellen müssen, dass wir die mit unserer Mannschaft, das heißt mit den etwa 65.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die EB Braun weltweit hat, dass wir die gemeinsam stemmen wollen. Und da, auch wenn es vielleicht nicht wörtlich drin steht, das lese ich so oder lesen wir so, dass sie damit ein ganz klares Bekenntnis für das Thema Qualifikation und für das Thema Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Und damit möchte ich enden und bin jetzt gespannt auf die noch folgende Diskussion. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ja, Ines, vielen, vielen Dank für den letzten Vortrag. Entschuldigung, wenn du jetzt das Gefühl hattest, du musstest dich da durchhetzen. Alles gut. Hättest du genügend Zeit auch gehabt von uns. Ich finde es toll, jetzt auch gerade nochmal der Abschluss, jetzt nochmal auch das Bekenntnis, auch in der Krisensituation. Und ich glaube, irgendwann muss das Leben auch weitergehen. Und ich glaube, es wäre auch fatal, jetzt in Krisenzeiten dann von gewissen Kompetenzmodellen oder Trainings davon abzusehen, ja, oder alles jetzt aufzuschieben. Denn irgendwann wird es weitergeben. Und gerade dann zeigt sich ja, wenn man jetzt gerade weniger zu tun hatte, dass man irgendwie die Kompetenzen aufgefrischt beibehalten muss. Und da hilft Training sicherlich nochmal. Ansonsten nochmal an dieser Stelle vielen Dank, dass doch noch so viele jetzt auch in diesem als Teilnehmer bis zum Schluss geblieben sind. Danke an die Referenten, danke an euch als Teilnehmer, danke an das ganze Team, die hier noch im Feierabend quasi schon immer noch ausgeharrt sind und uns unterstützt haben, auch die Technik versucht haben, bis zum letzten Moment zu klären. Viele spannende Ideen und Ansätze. Nun liegt es an uns, diese umzusetzen. Es liegt an euch, diese umzusetzen, auszuprobieren, anzuwenden, sich nicht frustrieren zu lassen. Und am Ende, wie ich auch immer gerne schreibe, wenn ich so wie auch dieses Webinar bewerbe, nur gemeinsam können und werden wir die Patientensicherheit verbessern können. Aber ich glaube, alle, die sich heute eingewählt haben, sind motiviert, das zu tun. Bleiben Sie motiviert, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Zürich.